So, herzlich willkommen bei der weiteren Episode von Far Cry. Und wir haben das letzte Mal die Yuma besiegt in dieser Traumwelt für den Goldenen Pfad. Und jetzt steht da schon die nächste Mission an. Also gehen wir doch gerade direkt schauen, was da läuft. Oder soll ich dich Tarun Matara nennen? Badra reicht. Fürs Erste. Was ist los? Wer den Jalendu-Tempel erobert, wird den goldenen Pfad anführen. Es geht um die Zukunft von Kyrat und ich bin zwischen Amita und Sabal. Du weißt, wie sie streiten. Du weißt, wie sie sind. Amita will den Tempel zerstören. Sie sagt, das würde die Frauen in Kyrat befreien. Und helfen, überholte Traditionen abzulegen, wie die Tarun Matara. Ich dachte, die Tarun Matara wäre was Gutes. Wenn es nach Sabal geht, schon. Wenn er den Tempel einnimmt, vollendet er die Zeremonie und ich bin Tarun Matara. Er glaubt, dass es uns stärker macht, wenn wir die Tradition pflegen. Und was willst du tun? Ich will Kyrat befreien, aber ich kann nicht frei wählen. Amita und Sabal werden sich nie einigen. Deshalb liegt es an dir. Du hast so viel erreicht, der goldene Pfad wird auf dich hören. Aber sei dir bewusst, dass der, den du bei Jalendu unterstützt, zum Anführer des goldenen Pfades wird. Und wenn Pagan besiegt ist, zum Herrscher von ganz Kyrat. Oh, okay. Okay. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Dankeschön. Okay, also da ist wieder so eine Mission, die man entscheiden kann. Und in dem Fall ist die letzte richtig grosse Entscheidung. Also, die Ammonitas will ja Fortschritt für Kyrat bringen. Da aber ein bisschen mit radikalen Methoden, also mit Drogengeschäften etc. Und der Sabal will eigentlich da, wo vorne in Kyrat gesehen ist. Sprich, die alten Traditionen und Brüche etc. Aber da ist ein bisschen retarded irgendwie. ja, weil schliesslich müssen hier alle mal ein bisschen weiterkommen. Vor allem in dem Gagland, Ölensan. Da hat es nützt, da hat es einfach nützt. Wieder mal ein Kino. Und ja, darum nehmen wir jetzt einfach die Ammonitas. Ja. Badra sagte mir, dass du Jalendu zerstören willst. Es geht nicht darum, den Tempel zu zerstören. Es geht darum, eine Botschaft an alle zu senden. Kyrats Zukunft zu schmieden. Die Ketten der Vergangenheit abzustreifen. Ohne die Tarun Matara wird Sabal allen sein wahres Gesicht zeigen. Als einfältiger Narr, der sich an Ruinen klammert. Nimm alles Wertvolle. Wir schmelzen es ein und verkaufen es. Aber der Tempel an sich. Ich will, dass du ihn zu Staub zermalst. Akzeptieren, gut. Also, hocken wir mal ins Auto. Ah, da ist der Tempel. Ah, da bin ich. Ganz am Anfang mal, als ich das erste Mal da gesehen bin im Norden, bei einer kleinen Nebenmission, am Schiff dran vorbeigefahren, noch hat der andere eine gesehen. So ein Fötterchen machen. So ein Double. Ja, aber vielleicht hätte ich gleich so ein Fötterchen machen, weil nachher ist ja auch noch ein riesiger Haufen voll. Scheiße. Hey, Jay, bevor du den Tempel zerstörst, finde und sichere das Gewölbe mit dem Gold. Wenn du Hilfe brauchst, stehen Krieger des goldenen Pfads zur Verfügung. Soldaten, denen nicht trauen. Danke, Amita. Und ich spreche. Okay, was muss ich da machen? AJ,
Wir sind bereit, die Basis anzugreifen. Du kannst entweder mit uns kommen, oder du suchst dir deinen eigenen Weg und wir greifen an, sobald die Schießerei losgeht. Ja, voll easy. Aber irgendwie, Moment. Ah, scheiße. Das sind die Gegner? Ja. Shit. Kacke. Oh, aber der Anfang war so geil gewesen. Nein. Ja, den halt nochmal. AJ, bevor du den Tempel zerstörst, finde und sichere das Gewölbe mit dem Gold. Wenn du Hilfe brauchst, stehen Krieger des goldenen Pfads zur Verfügung. Soldaten, denen ich traue. Danke, Amita. Ja.
Surprise, motherfucker! Ich hab dir auch nicht geschaut.
Okay, das ist voll in die Hose. AJ, ich hoffe, du bist mit den Sprengsätzen fertig, weil du musst sofort zum Boot zurückkommen. Amita, ich bin fertig mit dem Sprengstoff. Die Boote sind beladen. Komm zu uns, wir sind abmarschbereit. Wenn ich noch das Boot. Und du hast ihn nicht abgeschossen. Bleib cool. Danke, du Pfeife. Sabal hat keine Kontrolle mehr. Und Vater heißt sicher vor seinem kranken Tarun Matara-Scheiß. Und jetzt haben wir das Gold, um uns aus dem Drecksloch zu befreien, in dem er uns festhalten wollte. Eine neue Zeit für Kyrat. Very good. Very good. Surprise, motherfucker! Oh, shit. Okay, also da, in dem Fall haben wir jetzt den Tempel zerstört. Der Ammonitas ist zufrieden. Und ja, wie es aussieht, ist die nächste Mission gerade auch bei ihr. Aber es ist die nächste Episode. Und bis dann. Ah, fuck! Und. Ja, merci, wir wollen schauen und dann bis zur nächsten Episode.